ist. Wer würde sich hier eine Botschaft schicken? Ah, jede Menge Schilder, aber keines, was mich jetzt unbedingt so brachial überzeugt. Naja. Hey, was macht ihr hier einfach mal? Oh, hocheffektiv gegen Fleisch. Was macht denn meine... Die ist sogar besser wie... Ja, aber wenn, dann möchte ich sowas ehrlich gesagt eher aus der goldenen Kiste rausziehen. Aus der Kiste für goldene Schlüssel. Ungehobelt das Pack. Es scheint, die Scavs haben sich da drin verschanzt. Dieses Sicherheitsglas ist kälteempfindlich. Vielleicht solltest du es einfrieren und einschlagen. Attacke! Ihr werdet alle sterben! Du auch! Ja. So, das habt ihr davon. Wenn ihr euch hier die ganze Zeit lustig macht. Achso, ich heiße dich übrigens. Moment, was? Was? Wie? Wo? Jetzt mal ohne Witz. Hast du dich bis zum letzten Moment versteckt hier, oder was? Mann. Nee, da kommt noch mehr. Oh mein Gott. Neue Steige. Was für ein Glückstück. Stück Glück. Kleiner Cave Badass. Wie süß ist denn der? Der ist ja putzig. So, ich bräuchte... das nehmen wir einfach mal alles mit. Das hier kann ich nicht gebrauchen, da wir in atembarer Umgebung sind. Schildbus! Verdammt! Siehste! Ach nee, ich dachte, ich soll den Schalter abbrechen oder so. So, Pumping Station. Hier drüben. Sorry, jetzt steht das Wasser unter Strom, aber der Laden hat Saft. Das, liebe Leute, ist der Klang des Fortschritts. Wir sind einen Schritt näher an der Rettung der Welt. Okay, jetzt wird's ernst. Zuerst müssen wir das Auge fertigstellen. Das ist der Clou an der Sache. Ich habe den Prozess schon vorbereitet, aber das Material dafür brauchen wir von einigen Sicherheitsbots. Allein bin ich nie rangekommen. Lass mich raten, lauter Hirn und keine Eier. So in der Art. Deine Idee könnte ziemlich unangenehm werden. Geh ins Sicherheitsbüro, das den Hauptraum überblickt, und ruf sie her. Das könnte natürlich auch weitere Scavs anlocken. Sieh dich also vor. Was du nicht sagst. Danke für die Vorwarnung. So, rufe Sicherheitsbots herbei, sammle die Augenteile. Okay, zuerst allerdings... Oh, auch schon wieder eine schöne Waffe. Und ich bin mal wieder so geizig, dass ich sie nicht kaufen werde. Verkaufen. So, die ist auf jeden Fall schlechter wie die, die ich trage. Die wollten wir ja noch behalten. Die grüne, naja... Die Weißen bleiben natürlich, klar, die werden gespendet zu wohltätigen Zwecken. Und die Schilder muss ich mir jetzt mal anschauen. Ich glaube allerdings nicht, dass sie was taugen, wenn man das jetzt mal so nimmt. Was haben wir denn hier? Okay, es ist ein normales Schild, ohne große, aber eben die Tatsache mit den Schildboostern, es ist schon eine nette Sache. Es erhöht, dieses Schild erhöht sogar die maximale Gesundheit. Das nenne ich mal pervers. Passt die Elementarresistenz des zuletzt erlittenen Schadens an. Ah ja. Das ist auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir verkaufen sie mal. So, die... Oh, ich habe sogar noch eine Granatenmod hier drin. Die sogar... besser ist. Oh man, immer diese... Komm bald wieder.
immer diese Entscheidungen, die einem abverlangt werden. Zuerst mal die leichteste Entscheidung. Die Gladiatorien, Skinanpassung. Und jetzt werden wir mal vergleichen. Vergleichen. Ver. Hallo? Ich will's vergleichen. Okay, irgendwie geht es nicht. Warum auch immer. Ich habe echt. Das geht nicht. Jetzt mal, Bude bei die Fische. Ich kann. Was? Nein, nicht tauschen. Granatmod. Auswählen. Ah, geht auch so. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Warte mal ganz kurz. Da zählt doch gerade Herausforderung, Fortschrittsupdate, Reiche, bla bla. So, jetzt bla bla. Haben wir Punkte bekommen? Ja, haben wir Punkte bekommen. Nachladegeschwindigkeit ist gut. Granatenschaden, Waffengenauigkeit, das ist noch besser. Leider Gottes sind wir immer noch nicht Level 17, aber werden sicherlich dann noch irgendwann werden. Ich sag mal, es geht echt nicht, ne? Inspizieren. Ja, das ist halt mal wieder Scheiße. Ich kann die nicht mal rüberziehen. Wird zwar den verkauft. Pech. So, weg damit. Ach halt, warte mal. Das ist aber gar nicht zufälligerweise. Nein, ist es nicht. Okay, ich soll Sicherheitsbots rufen. Ach, oben wahrscheinlich. Oben. Moment mal, das werden wir uns gleich mal. Ah! Yay, ein Safe entdeckt. Okay, hätte ich mir fast denken können, dass es das nicht funktioniert. Okay, lass uns hier nach oben gehen. Wir bauen uns eine Roboter, sammeln die Augenteile. Okay, Quizfrage. Okay, ich glaube, Quizfrage gelöst. Es ist da drüben, glaube ich. Flieg, jawohl. Nee, das ist nur ein Fass. Wie rufe ich denn die Dinger? Da oben, in der Sicherheitszentrale. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, perfekt. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Roboter da kommen. Eventuell lohnt sich sogar die Raketenwerfer. Du musst sie zerstören, um an ihre Augen ranzukommen. Ja, ich glaube sogar, der lohnt sich wirklich. Okay. Boah. So, da unten ist noch einer. Okay. Nicht brennen, vor allem nicht verbrennen. So, der nächste ist weg. Ah, ich verstehe. Da hinten sind nicht nur die Roboter, sondern noch ganz andere Besucher der unangenehmen Art. Badass Cave. Yes. So, wir geben gleich mal einen Skillpunkt. Haben wir eigentlich? Nein, haben wir nicht. Aber wir dürfen einen Skillpunkt vergeben und das nennt sich Supraleiter. Versteigen wir das hier mal weiter. Wir haben es hier, glaube ich, tatsächlich nur mit Badasses zu tun? Fragezeichen. Schon wieder ein Badass da hinten. Okay. So, mal durch die Gegend hier rennen. Und verabschiede dich. Ach, Mist. Okay, ich glaube tatsächlich, ich sollte sowas nicht machen. Eher mit der Sniper.
beispielsweise so. Sieht nett aus, tut ihn weh. Deine Rückenmark interessiert mich nicht, oder willst du noch spenden gehen? Ja, tu ich doch. Yeah. So, perfekt. Was hätten wir hier noch? Oh, eine Klassenmod. Hier haben wir noch ein Auge. Ach, hier vorne ist das andere. Hier. Jetzt musst du ins Oculus-Labor. Ich leite dich durch den Prozess. Sollte alles schon vorbereitet sein. Ins Oculus-Labor. Moment, Moment, Moment. Da ist Money, Money, Money. So, sonst liegt hier, glaube ich, nichts mehr Brauchbares rum. Okay, ins Oculus-Labor. What the fuck? Das ist aber nicht hier oben, oder? Nee. Das ist wieder da vorne an der Seite. Ich meine, immerhin, der Strom ist ja wieder hergestellt. Yep. Okay. Warte, erst die Schränke hier. Die Munitionskisten sind mir, glaube ich, erstmal egal. Wir haben genug Geld. Ein Automat ist in der Nähe. Von daher. Okay, leg die Teile in den Konverter da drüben. Der schmilzt die Rohmaterialien ein und formt das Prototypauge. Ein Augenkonverter? So was Dämliches habe ich noch nie gehört. Wozu haben die denn einen Augenkonverter? Nicht die, das war ich. Ich habe dieses Labor für meinen Prototyp vorbereitet. Das ist empfindliche Experimentaltechnologie. Sieht aus wie Toaster. Jawohl. All meine harte Arbeit zahlt sich endlich aus. Jetzt schreiben wir Geschichte. Wie wunderschön. Okay, nimm es jetzt. Moment, wir bauen seine Roboterarmee. Das war so leicht wie ein Ei zu zersch... schlechter Vergleich. Eine brandneue Waffe für brandneue Kriege. Das hat natürlich sicherlich Check in die Welt gesetzt. Ich muss das Baby mit dem Haupttorso verbinden. Öffne den Torso-Käfig. Okay, der ist unten. Das heißt... Moment. Ich kann ja jetzt die Türen alle öffnen, ne? Darf man ja nicht vergessen. Warte mal, haben wir hier auch einen Schalter? Nope. Definitiv nicht. So, öffnen wir zumindest mal die Türen, die zu öffnen sind. So, hier war ja das Electronic Center. Und wir müssen irgendwo nach da unten hin. Ah. Und da kommt unser neuer Roboter. Geil. Ach nee, das ist. Oh, sieht irgendwie aus wie eine trauertragende Mülltonne. Nicht so ungut. Aber das kennen wir doch. Und genau da rein hast du in Borderlands 2 schießen müssen. Und um den kritischen Treffer auszulösen. Befestige den Torso am Kran. Okay, dafür müssen wir wieder nach oben. Ja, es scheint doch langsam aber sicher Realität zu werden. Mit unserer eigenen Roboterarmee. Ich bin echt mal gespannt. Vor allem, ob wir den da vielleicht sogar selber steuern dürfen. Oh Mann, ist ja irre. Es funktioniert. Meine alte Professorin sagte, ich werde es nie zu etwas bringen. Aber das war falsch. Und jetzt zieh mich an. Ich soll da rein. Ich habe mir überlegt, wegen der Installation, nun, ihr könntet mich ja einfach kopieren. Das dauert etwas länger, läuft aber auf das Gleiche hinaus und ich fände es weniger furchterregend. Wie viel weniger furchterregend, genau? Das eine ist eine Hirn-OP, das andere eine Couchspin. Ich werd's mir überlegen. Gut, jetzt müssen wir noch die Geschütze anbringen und dann die Beine. Okay, das heißt, geh zum Schießstand. In der Zwischenzeit wird es dann wohl ohne mich fertiggestellt. Na gut, dann verkrümel ich mich mal.
Apropos vergrümeln. Ja, ich glaube, ihr wisst, was kommt. Ich werde mich für heute verabschieden. Wir machen dann beim nächsten Mal wieder weiter. Und dann, abwarten, wie das mit dem Roboter, wie das mit der Roboterproduktion. Ich meine, wir wollen ja nicht nur einen Roboter, wir wollen ja mehrere. Und ich glaube, da drin wird mich gleich wieder Besuch erwarten. Deswegen sage ich jetzt Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss.